Wie konnte Dumbledore eigentlich wissen, dass Harry in der einen Nacht überlebte? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Dumbledore, Lily Potter und die Nacht, in der Voldemort das Haus der Potters betrat. Genauer gesagt werde ich über Lily Potters Liebesopfer sprechen und darüber, woher Dumbledore wusste, dass das Opfer stattgefunden hatte. Er war nicht da. Eigentlich war keiner da. Wie konnte er also von Lillys Opfer wissen, um Harry noch zu retten? Woher wusste er, wie Harry überlebt hatte? Woher wusste er, dass Harry noch jahrelang nach der Tat beschützt werden würde? In diesem Video werde ich all diese Fragen beantworten. Nachdem die Potters getötet worden waren, gab es kaum noch Spuren der Ereignisse, die sich zugetragen hatten. Es gab ein schwer beschädigtes Haus, die Leichen von Lily und James und den kleinen Harry, der gerade seine lebenslange und legendäre Narbe bekommen hatte. Es war offensichtlich, dass irgendetwas passiert war. Aber was? Tatsächlich gab es in dem Haus so wenig Beweise, dass es schwierig war herauszufinden, ob Voldemort überhaupt besiegt worden war, geschweige denn, dass Lily Harry durch ein Liebesopfer gerettet und gleichzeitig Voldemort getötet hatte. Dennoch, Dumbledore schien alles zu wissen. Die folgende Passage aus dem Orden des Phönix legt nahe, dass Dumbledore genau wusste, was in jener Nacht geschah. Aber ich wusste auch, wo Voldemort schwach war, und so traf ich meine Entscheidung. Du würdest durch eine uralte Magie geschützt werden, die er kennt, die er verachtet und die er deshalb immer unterschätzt hat, zu seinem Schaden. Ich spreche natürlich von der Tatsache, dass deine Mutter gestorben ist, um dich zu retten. Sie gab dir einen bleibenden Schutz, mit dem er nie gerechnet hat. Ein Schutz, der bis heute in deinen Adern fließt. Ich vertraue also auf das Blut deiner Mutter. Ich habe dich an ihre Schwester übergeben, ihre einzige lebende Verwandte. Sie mag dich widerwillig, wütend, unwillig und verbittert genommen haben, aber sie hat dich trotzdem genommen und damit hat sie den Zauber besiegelt, den ich dir auferlegt habe. Das Opfer deiner Mutter machte das Band des Blutes zum stärksten Schutz, den ich dir geben konnte. Doch Dumbledore wusste nicht nur, dass Lily dafür verantwortlich war, Harry zu retten und Voldemort auszulöschen, er kannte auch alle Einzelheiten. Er kannte die genaue Art der Magie, die sie benutzt hatte, eine mächtige, auf Liebe basierende Magie. Auch Dumbledore fand das alles ziemlich schnell heraus, denn als Harry zu den Dursleys gebracht wurde, schien er sowohl von Harrys Schutz als auch von der Niederlage des Dunklen Lords zu wissen. Er schien sogar zuversichtlich genug zu sein, Harry bei den Dursleys zu lassen. Sein gesamter Schutz beruhte also auf Dumbledores angeblichem Verständnis. Woher also wusste Dumbledore das alles? Wenn du mir diese Frage vor der Existenz von Fantastische Tierwesen gestellt hättest, dann hätte ich eine andere Antwort für dich gehabt. Aber mit den neuen Filmen sollten wir glücklicherweise in der Lage sein, eine gute Antwort zu bekommen. Sie ist zwar nicht bestätigt, aber meiner Meinung nach eine ziemlich gute. Mein anfängliches Gefühl war, dass Dumbledore und Snape aufgrund von Snapes Interaktion mit dem Dunklen Lord einfach annahmen, was passiert war. Dumbledore wusste von Snapes Bitte an Voldemort, Lily zu verschonen, was bedeutet, dass wenn sie den Eindruck hatten, dass Voldemort sein Wort halten würde und Lily trotzdem starb, es einfach eine Schlussfolgerung ist, dass sie sich weigerte, zur Seite zu treten und sich zu opfern. Dumbledore ist außerdem ein weiser, alter und mächtiger Zauberer, der mit allen Arten von mächtiger Magie vertraut ist. Es ist also nicht unvernünftig zu erwarten, dass er die Macht eines Liebesopfers gut versteht. Angenommen, er verstand diese Art von Magie, dann hätte das anscheinend auch den Tod von Voldemort geklärt. Okay, also das war meine erste Vermutung vor Fantastische Tierwesen. Meine zweite Annahme war, dass Dumbledore einfach im Haus auftauchte und eine Art mächtige Magie einsetzte, um die Ereignisse des Abends zu verstehen. Interessanterweise kommt dies der Antwort sehr nahe. In den Fantastischen Tierwesen-Filmen, die Jahre nach dem letzten Teil der Harry Potter-Bücher erschienen sind, wird ein neuer Zauberspruch eingeführt. Appare Vestigium. In Grindelwalds Verbrechen spricht Newt Scamander auf der Suche nach Tina den bisher unbekannten Zauberspruch. Soweit wir das beurteilen können, scheint der Zauber die Spuren der jüngsten Magie zu enthüllen und freizugeben.
die bekannten Auswirkungen dieses Zaubers in Verbindung mit Dumbledores eigenen Worten, dass Magie immer Spuren hinterlässt, sehr deutliche Spuren, machen Dumbledores Verwendung dieses Zaubers im Haus der Potters sehr wahrscheinlich. Mit Appare Vestigium hätte Dumbledore jedes Detail des Abends erfolgreich aufdecken können. Er hätte zunächst sehen können, wie Voldemort Lily anbietet, sie zu verschonen, woraufhin Lily seinen Vorschlag ablehnt. Von da an wäre er Zeuge geworden, wie Voldemorts tödlicher Fluch auf Lily prallte und Voldemorts Leben durch Lillys Opferschutz beendet wurde. Abschließend bin ich mir fast sicher, dass dies der Zauberspruch ist, den Dumbledore genutzt hat. Was denkst du darüber? Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.